Hey Leute, die Fauchschabe. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal wieder ein paar mehr Artvorstellungen zu machen, weil ich habe echt enormst viele Arten hier, die alle noch nicht vorgestellt sind. Oder hinten ist mein Wäscheständer, sorry. Und meine Reactions laufen irgendwie beim Algorithmus gar nicht gut. Darum haben mir sehr viele Leute angeraten, mach mal mehr Artvorstellungen. Das mache ich jetzt auch. Die Fauchschabe. Das hier, ich vermute, es ist Potentosa. Kein Plan, ich bin in der Systematik gar nicht doll drin. Es gibt verschiedene Fauchschabenarten und es gibt inzwischen auch schon Hybride. Ist jetzt wahrscheinlich aber für meine Haltungsempfehlung total irrelevant, ob ihr jetzt eine reinrassige Potentosa habt, einen Mischling. Oder eine der anderen Fauchschabenarten, die sollten eigentlich alle recht ähnlich zu halten sein. Die Fauchschabe ist, glaube ich, so ziemlich die im Fernsehen am häufigsten gezeigte Schabe. Unser allerliebster Biologe Marc Benecke zum Beispiel hat die ja auch als Haustiere und eine Zeit lang ging in den Medien auch so ein totaler Schwachsinn rum, wo Leute, so ein Modedesigner, so Edelsteine auf die Fauchschaben geklebt hat und die so als lebendes Accessoire promotet hat und so. Also die Fauchschabe ist in den Medien recht verbreitet, beliebt, ist eine der größeren Schabenarten, gehört ja, zu den größeren. Ich habe hier zum Beispiel mein adultes Männchen, da hört man ihn auch schon fauchen. Dieses Fauchen ist natürlich das beliebte Ding bei denen, ist schon ordentlicher Brummer. Die können fauchen. Das klingt, wenn man sich erstmals mit solchen Tieren beschäftigt hat, auch recht bedrohlich. Ich weiß das noch. Ich glaube, ich war 12 oder 13. Damals gab es bei mir in meiner dörflichen Umgebung nirgendwo einen Zooladen, der Terrarientiere hat. Also da musste ich mir meine Tiere alle im Versand bestellen. Und ich habe natürlich über diese gelesen, soweit es ging, ohne Internet damals. Also Fauchschaben habe ich dann nur auf einer Liste gesehen, habe die mir bestellt, habe das Paket aufgemacht und ich habe einen Herzinfarkt bekommen, als mich plötzlich eine Schabe angefaucht hat. Und da wusste ich dann auch, warum die Fauchschabe als deutschen Trivialnamen Fauchschabe hat. Ansonsten sind sie komplett harmlos. Geschlechtsunterschiede. Hier haben wir ein Männchen, man sieht schön die Delle. So ein Hubbel haben sie beide. Das Weibchen hat zwei kleinere Hubbel und nicht diese dicke Delle da, die er da in der Mitte vom Kopf hat. Das ist das Männchen. Kannst mal wieder zurück, kleiner Herr. Und dagegen gucken wir uns mal ein Weibchen an. Hier ist eins. Ihr seht, ja, so seht ihr es gut. Auch zwei kleine Hubbel, aber nicht so eine dicke Ausbeulung am Kopf. Haltung soll wohl sehr trocken gehalten werden können. Oder wird auch angeraten. Also die klassische sterile Futtertierhaltung mit Eierpappen und vielleicht Zewas als Bodengrund oder so. Übrigens, bitte nehmt niemals Futter als Bodengrund. Das höre ich jetzt immer wieder von Leuten, dass sie Weizenkleie als Bodengrund nehmen und so. Bitte macht das nur bei Mehlwürmern. Da macht es Sinn. Das ist ja das Substrat, wo die jungen Mehlwürmer drin aufwachsen. Da kann man Bodengrund Futter nehmen, aber macht das bitte bei keinen anderen Tieren. Also das ist totaler Quatsch. Futter als Bodengrund ist eigentlich nur für Milben gut, die sich dann ausbreiten. Stichwort Milben. Fauchschaben leben in Symbiose mit einer Milbenart. Also hier sind die Milben ganz normal. Die Milben, die siedeln sich am Körper der Tiere an, da wo die Fauchschaben sich nicht putzen können. Fauchschaben sind sehr reinlich, man wird die sehr oft sehen, wie sie putzen. Sie kommen aber nicht überall ran. Und da leben dann kleine Milben. Und diese Milben sind auch absolut ungefährlich, machen nichts, gehen nicht auf andere Tiere und diese Milben sterben auch, wenn die Fauchschaben sterben. Also das ist eine reine Symbiose, in der die Fauchschaben leben. Also Fauchschabenhalter nicht erschrecken, wenn ihr mal eine Milbe auf einem Tier seht. Als Futter habe ich hier gerade meine allseits beliebten Allround-Teichfutter-Sticks reingetan. Da sind sie auch am Verköstigen. Und
Ich gebe Grünfutter immer wieder. Dadurch spare ich mir die Tränke. Ich gebe immer mal wieder frisches Obst. Die mögen süßes Obst, Banane und sowas. Und so gebe ich auch kein Trinkwasser oder Wassergel oder so, was da so beliebt ist. Haltung, wie gesagt, kann etwas trockener sein. Ich mache es aber trotzdem im Waldstil. Ich bin bei Schaben davon ab, sie so hygienisch eierpappenmäßig zu halten. Ich habe wirklich bessere Zuchterfolge, wenn ich sie waldmäßig halte. Ich habe sie hier mit Waldhumus und Kork als Unterschlupf und so. Damit fahre ich so am besten. Und ich weiß aber, dass sehr viele andere sagen in ihren Haltungsempfehlungen, dass sie halt die Eierpappen-Variante machen. Mache ich nicht. Also habe ich auch schon gemacht, hatte nicht so tolle Erfolge wie mit der etwas natürlicheren Haltung. Und das mache ich gar nicht aus Idealismus, so wie ganz viele immer ankommen, von wegen, das Tier muss doch ein schönes Zuhause haben. Nö, ich halte auch Tiere mit Eierpappen, aber nur die Tiere, wo ich dann auch bessere Erfolge mit habe. Also da bin ich echt sehr pragmatisch. Und hier geht es mir echt überhaupt nicht um die Optik, hier geht es mir darum, dass die Zucht gut läuft und das tut sie bei mir am besten mit Laubboden und Kork. Temperatur, wenn ihr gut züchten wollt, 25 bis 30 Grad. Wenn euch die Zucht nicht so wichtig ist, dann nehmt niedrigere Zimmertemperaturen. Dann wird die Vermehrungsrate nicht so doll sein. Aber die Vermehrungsrate bei den Tieren ist sowieso nicht so super doll. Ungefähr 40 Jungtiere, Tragzeit ungefähr 2 Monate. Weibchen haben Otiken, die sie halt hinten aus dem Hinterleib immer so rausfahren und wieder einziehen. Also in so einer Brusttasche bewahren sie ihre Otiken, die Eipakete auf. So paaren sie sich dann auch. Sie ziehen eine vorbereitete Othek hinten raus. Männchen springt hinten rauf und befruchtet die Othek. Auch da nicht erschrecken, wenn ihr seht, dass ihr sowas langes Gelbes aus dem Hinterleib des Weibchens kommen seht. Das ist alles ganz normal. Das machen Schaben so. Jo, Vermehrungsrate ist nicht der Burner, aber wenn man irgendwann mal eine große Population hat, dann geht's schon, dann kann man sie auch schon gut als Futtertiere, gerade für größere Hexen oder so halten. Oder ihr richtet euch ein schönes Waldterrarium ein für ein Pärchen oder ein Trio oder eine kleine Gruppe. Ich würde sagen, wenn ihr klein, zum Beispiel ein Pärchen, könnt ihr ein Ja, die Empfehlungen sind immer schwierig heutzutage. Ne? Kann ja nie groß genug sein. Ich würde schon sagen, ein 40er Terrarium solltet ihr schon nehmen für die. Das sind halt echte Brummer. 40er Terrarium solltet ihr für ein Pärchen schon nehmen. Und wenn es irgendwann mehr wird. Also ich habe hier die jetzt in Ikea-Boxen, 60 cm Ikea-Boxen halte ich die. Belüftungsgitter so. Hier kann man, hier, das sieht bei mir super professionell aus. Kann man so machen. Jo, wie gesagt, Wasser gebe ich nicht. Ich gebe Obst. Und Teichfuttersticks so als Proteinquelle. Temperatur 25 bis 30. Und dann hat man eine schöne Schabenart, die echt ganz cool ist. So, das war die Vorstellung der Fauchschabe. Abonniert mich, bei mir gibt es jetzt mal ein bisschen mehr. Ich habe hier, glaube ich, jetzt inzwischen über, weiß ich nicht, ich habe nicht gezählt, bestimmt 200 verschiedene Arten. Ich halte mich mal ran, mehr Haltungsbeschreibungen zu machen. Bis dann, liebe Freunde.